gibt es wieder einen Kitty Goes to Primark Haul, Klappe die zweite. Ich war mal wieder im Primark, das heißt, ich war in Dortmund in der Skigalerie vor anderthalb Monaten, glaube ich, ist es schon her. Hatte aber nie die Zeit, mal einen Primark Haul abzudrehen. Es wird echt mal Zeit, dass ich das jetzt in Angriff nehme und deswegen tue ich das jetzt und wünsche euch viel Spaß, denn ich habe Klamotten, ich habe Accessoires und Klamotten und Accessoires. Richtig. Ich packe das wieder alles zusammen und ja, wie gesagt, wünsche euch jetzt einfach viel Spaß. Let's go. Ich fange mit den Accessoires an. Ja, ich habe zum einen mir so kleine, süße Mädchenschleifen geholt. Ich liebe Schleifen. Ich stehe total auf Schleifen. Eine fehlt sogar schon. Die habe ich aber vergessen mitzunehmen. Ich bin so ein Schüsselchen. Das ist so eine bunte. Das sind jetzt zwei rosa Farben und dann habe ich noch so eine blau-rosa-weiß. Was weiß ich was. Auf jeden Fall eine blau-rosa-weiße. Die war auch noch mit dran. Die haben mich 1,50 Euro gekostet und ich finde die so toll. Das sind so kleine Haarklemmerchen. Ich liebe Schleifen. Ja, die habe ich unbedingt mitnehmen müssen. Dann habe ich mir zwei Statement-Ketten gekauft. Und zwar einmal diese hier. Die ist so mega geil. Ich liebe sie. Die kann man wirklich zu Jeanshemden anziehen, zu allem anderen, was offen ist oder zu tollen Pullis. Ach, ne, es ist einfach, es ist eine tolle Kette und die hat mich 5 Euro gekostet. Ich finde die richtig mega cool und deswegen musste ich sie mitnehmen. Dann habe ich mir noch eine gekauft und zwar ist das so eine, die hat auch 5 Euro gekostet. Die hat so kleine Stacheln da dran und das ist hier mit auch Glitzer, so Glitzersteinchen bedeckt, bestickt. Und ist so schwarz und hier oben wird sie dann etwas dünner. Finde ich auch mega geil. Ist auch eine wunderschöne Statement-Kette. Ich liebe Statement-Ketten und die musste ich einfach auch unbedingt mitnehmen. Dann habe ich mir noch eine etwas längere Kette mitgenommen. Fand ich aber auch zuckersüß und zwar ist das eine Eule. Das ist so eine Ureule und die ist so toll. Ich musste die einfach mitnehmen. Die ist so schön und zwar habe ich die auch zu einem Kleid mitgenommen, was ich euch gleich zeigen werde. Die Kombi, die stand da so an dieser Puppe und die fand ich so süß. Deswegen musste ich auch diese Uhr mitnehmen und die hat, glaube ich, auch 5 Euro gekostet, meine ich, glaube ich. Ja, und die durfte natürlich deswegen auch nicht fehlen, ne? Wenn, dann muss das Outfit ja auch komplett sein. Ja, dann habe ich noch zudem mir wieder neue Ohrstecker mitgenommen. Ich finde einfach im Primark ist, was Modeschmuck angeht, hast du wirklich echt oft was Schönes dabei, was du dir mitnehmen kannst, was wirklich kaum Geld kostet. Das ist einfach wirklich doch immer wieder für mich faszinierend. Ich habe hier 9 Ohrstecker für 3 Euro. Und das hatte ich auch bei meinem ersten Einkauf schon mir mitgenommen und war total aus dem Häuschen. Und ich habe dieses Mal mir diese mitgenommen, allein schon wegen diesen und wegen diesen und wegen diesen und wegen diesen und auch wegen fast allen. Aber ich habe sie extra für euch nochmal alle dran gesteckt, weil ich sie teilweise schon getragen habe. Aber ich wollte sie euch nochmal so komplett zeigen und wie gesagt, 3 Euro für 9 Steckerchen ist einfach echt geil. Ja, und dann habe ich mir noch das hier mitgenommen. Ist schon fast leer, da fehlt auch ein Armband. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich es hingelegt habe. Ich weiß es nicht. Das war ein schwarzes Band mit einem Kreuz dran und das war so toll. Das war eigentlich fast der Grund, warum ich mir das gekauft habe. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Keine Ahnung. Doch! Ha, ich habe es gefunden. Ich gucke hier in die Tasche, die hier liegt. In mein kleines Täschchen und dann ist es da drin und ich habe es gefunden. Ja, das aus diesem Grund habe ich mir dieses, ja, dieses Set gekauft. Wegen diesem Armband. Und dann war das hier noch dran gewesen. Und dann sind noch diese hier beiden, diese zwei hier dran. Und dieses Set hat mich auch 3 Euro gekostet. 4 Armbänder, 3 Euro ist mega. Daumen hoch, oder? Ja, dann brauchte ich unbedingt noch blickdichte Strumpfhosen, weil ich habe kaum schwarze blickdichte Strumpfhosen. Die sind bei mir fast alle kaputt. Und da dachte ich mir, nehme ich mir gleich nochmal 2 mit. Und das habe ich gemacht. Da habe ich mir hier gleich eine Nummer größer genommen, weil ich nicht weiß, wie diese Strumpfhosen im Primark ausfallen. Deswegen habe ich mir jetzt mal L mitgenommen. In 80 Dehn. 3 Euro das Stück. Und dann habe ich mir gleich, ja wie gesagt, 2 Stück mitgenommen. Und muss aber sagen, so prickeln finde ich die jetzt irgendwie blickdichte Strumpfhosen nicht. Also Thermostrumpfhosen finde ich viel schöner wie blickdichte, weil ich hatte jetzt die eine angehabt und dann hat es geregnet und seitdem habe ich diese Regentropfen auf der Strumpfhose drauf, die gehen nicht mehr raus. Da sind so helle Punkte drauf, das ist echt ätzend. Kennt jemand schöne blickdichte Strumpfhosen, bei dem das nicht passiert? Dann bitte melden.
Ja, aber ja, ne? Habe ich mir trotzdem mitgenommen. Dann komme ich jetzt zu meinen Klamotten. Und zwar beginne ich ja, mit dem Haufen, was hier liegt. Nein, doch, ich beginne hiermit. Und zwar habe ich meinen allerersten Fehlkauf gemacht im Primark. Ich habe mich bei der Größe vergriffen. Ich fand diese Cardigan echt so toll. Es ist eine schöne Farbe. Es hat hier unten hier so eine Tasche, so eine tolle. Und das fällt rund, wie man sehen kann, hier hinten. Und sie ist so toll. Ich finde die einfach mega geil. Aber jetzt haltet euch fest. Wisst ihr, was das für eine Größe ist? Größe 44. Und ich habe eigentlich 38, beziehungsweise 36, 38. Und ich kam nach Hause und denke mir, what the fuck, warum 44? Ich hatte doch 38 in der Hand. Ja, anscheinend habe ich die Jacke weggehangen oder die hing an einem falschen Kleiderbügel. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Größe 44 in dieser Cardigan und die hat 8 Euro gekostet und es ist so schade. Aber es ist mir egal. Die fällt trotzdem nicht ganz so dolle auf, dass es 44 ist. Ich krempel die Ärmelchen ein bisschen hoch und dann geht das. Die fällt trotzdem, lässt die sich super tragen und ja, aber pssst, ey, 44, echt mega krass. Also ich passe wirklich jetzt demnächst auf, was ich mir für Größen einpacke. Ja, dann komme ich zu einer Kombination. Und zwar ist die so toll. Das ist ein Sommerkombi. Ich habe mir gekauft dieses Hemd. Das hatte ich euch auch schon in meinem 7 Ladies, 7 Days, also Outfit of the Day gezeigt. Das ist dieses cremefarbige, fast durchsichtige Oberteil, was hinten auch diesen High-Low-Effekt vorne kurz hinten lang hat. Hier hast du es auch nochmal, kannst du als Dreiviertel machen. Und da hatte ich euch das schon kombiniert mit einer schwarzen Hose und. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Aber eigentlich ist es kombiniert getragen worden von dieser Püppi im Primark mit dieser Hose. Das heißt, hier reingesteckt in dieser Hose sieht das einfach ganz toll aus. Das ist hier so eine, ja, so eine grüne, so eine, wie nennt man das, so eine, wie nennt man dieses Grün nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Also diese Hose, ist das so eine Hotpan? Auch dieser Gürtel war schon mit dran gewesen. Und das sieht so toll aus und ich fand die Kombi so genial. Und das werde ich definitiv jetzt im Sommer voll oft tragen. Und deswegen musste ich mir diese Kombi mitnehmen. Und dann hatte das, ich glaube die Hose, also das Oberteil hatte glaube ich 12 Euro gekostet. Und die Hose glaube ich auch so um den Dreh oder sogar billiger 7 oder 8 Euro. Und dann hatte ich noch diese Tasche da entdeckt. Die Tasche war auch noch kombiniert mit diesem Outfit. Und die Tasche hat 5 Euro gekostet. 5 Euro für diese Tasche. Ist das nicht ein geiler Preis? 5 Euro. Boah. Ja. Und deswegen habe ich mir dieses komplette Outfit gekauft, weil ich es einfach so mega fand. Ja. Schöner. 5 Euro, ich bin total begeistert. Meine erste Primark-Tasche, aber es folgt noch eine. Und zwar habe ich mir noch eine gekauft. So was hatte ich auch noch gar nicht zu Hause. Meine Mutter ist darauf gekommen. Und das ist hier so einer. Das ist so ein Kasten, so ein viereckiges Kästchen mit so schwarzen Nieten dran. Und ich finde den Henkel wirklich richtig toll. Die ist so schön, die Tasche. Und ich finde die so süß. Ich liebe solche Taschen. Ich finde solche kleineren Taschen mit so längeren Henkeln manchmal wesentlich schöner wie diese ganz, ganz kurzen. Ich weiß auch nicht. Ich finde die echt toll. Und deswegen wird auch 5 Euro gekostet. Die musste ich auch definitiv mitnehmen. Das kombiniere ich oder könnte ich kombinieren mit einem wirklich meinem neuen Lieblingskleid. Ich freue mich darauf, dieses Kleid bald anziehen zu können. Und zwar ist das ein High-Low-Kleid. Dieses wunderprächtige Stück. Das ist, hat 19 Euro gekostet. Das war das teuerste Teil, was ich mir im Primark gekauft habe. Aber es ist so schön. Schaut euch mal hier diese Bestickung an. Und dann wird es hier unten mit so einem goldenen Gürtel abgetrennt. Ja, es soll es auch vielleicht mal so umdrehen, dass man das Goldene sieht. Also so, ne, wird das getragen. Der Gürtel war auch mit dran. Hier mit den goldenen Knöpfen und dem Kragen hier oben. Es ist so toll. Und dann ist das halt, wie gesagt, dieser High-Low. Schade. Also ich muss es euch mal angezogen zeigen. Ich muss mal gucken, ich stehe mal auf, ob man es sehen kann. Ne, also man sieht es dann hier, es ist vorne kurz und dann hier hinten wird es lang. Ja, und es ist wirklich ein Traumkleid. Und ich finde es so schön und da kann man diese Tasche auch gut mit kombinieren, finde ich. Und ja, ist wirklich ein tolles Teil, was ich mir geholt habe. Dann habe ich mir noch ein Kleid gekauft. Es gab so viele schöne Kleider im Primark und ich hätte mich tot und dusselig kaufen können. Tot und dusselig.
dem Do-Do-Do-Do. Ihr wisst, was ich meine, ne? Es waren wirklich tolle Kleider dabei, aber ich habe nur zwei mitgenommen. Und dann habe ich mir noch ein Jeanskleid mitgenommen. Das war auch so süß. Hat auch wieder so ein Gürtel mit leicht dabei in so einem Braunton. Und das Highlight an diesem Kleid, also das ist halt kein High-Low, das ist gerade. Aber das Highlight ist das hier hinten. Und das finde ich wirklich, diese Bestickung, das ist wirklich wunder, 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 wunderschön. Und ich liebe dieses Kleid. Ist auch ärmellos, genauso wie das schwarze auch. Und ich finde das einfach wirklich bombastisch, dieses Kleid. Einfach wirklich zucker, zucker süß. Und ich glaube, das hat 12 Euro oder 14 Euro gekostet. Und oh, einfach ein Traum. Ich hätte mich echt da, ich hätte alles kaufen können an diesem Tag. Aber es geht nicht, ne? Ich habe wirklich schon genug ausgegeben. Also wirklich, wirklich sehr viel Geld ausgegeben. Ja, und dann habe ich noch zwei Teile gekauft. Und zwar brauchte ich noch eine Hose, eine schwarze Hose. Wundert euch nicht, ich habe die schon gewaschen und leider hat die paar Flecken momentan. Ich muss die nochmal waschen. Das ist eine ganz normale Skinny Jeans. Hat 14 Euro oder so gekostet und so eine Röhrenjeans und ich brauchte die halt noch, weil ich keine vernünftige schwarze hatte. Dementsprechend habe ich mir dann einfach eine aus dem Primark gekauft und damit kann man auch nichts verkehrt machen. Es ist jetzt nicht die tollste Qualität von der Hose, aber für den Preis und für das, was ich und wann ich sie trage, reicht es aus total. Und dann habe ich zu guter Letzt noch einen Pullover gekauft. Der hing da so ganz allein und den fand ich so toll. Und zwar ist es dieser hier. Und ich finde diesen Ausschnitt, also hier diesen Bereich, finde ich den riesengeilsten Hingucker aller Zeiten. Da brauchst du gar keine Kette mehr, weil das gibt schon vieles her. Da sind auch ganz viele kleine Nieten dran. Und ja, den finde ich auch super toll. Der ist hinten auch ein bisschen länger wie vorne und hat dann halt so schwarz-graue Streifen, ist auch nicht ganz so dick, also seht ihr, der ist auch recht dünn, aber super praktisch jetzt für den es donnert! Oh mein Gott! Donner? Wo ist der Donner? Hier ist der Donner! Josi! Es donnert! Josi liebt Donner! Ich nicht. Also doch, eigentlich schon, aber ich habe mich gerade jetzt echt erschrocken. Okay. Ja, das war das letzte Teil, was ich mir gekauft habe im Primark. Was Klamotten angeht. Und dann habe ich mir noch zwei Accessoire-Anhänger gekauft. Also so Accessoires-Hänger. Na, es hängt. Auch hier noch im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind diese hier. Die sind total praktisch, deinen Schmuck oder deine Gürtel aufzuhängen. Da hat auch das Stück 2,50 Euro gekostet. In meiner Lieblingsfarbe Pink. Eins hängt schon bei mir im Schrank und das andere, ja, habe ich wie gesagt noch nicht ausgepackt. Super praktisch. Bin total froh, dass meine Mutter hat die entdeckt. Und hat gesagt, hier, guck mal, das ist doch was für dich. Ja, und sie hat den Volltreffer gelandet und ey, genial. Finde ich wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Häkchen hast du. Geil. Finde ich echt klasse. Deswegen mussten da auch gleich zwei Stück mit mir nach Hause kommen. Und das war's, glaube ich, jetzt auch alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nein. Aber ich freue mich, dass ich mal wieder in den Primark gekommen bin. Das Jeanshemd. Doch, ich habe was vergessen. Das Jeanshemd. Habe ich das erwähnt? In meinem ganzen Gequassel? Nee, ne? Also dieses Jeanshemd habe ich mir auch gekauft. Guck mal, ich habe einen Fleck. Ja, also dieses Jeanshemd habe ich mir noch gekauft und jetzt fängt es an zu schütten. Das ist halt auch wirklich ganz, ganz toll und das habe ich mir jetzt hochgekrempelt und kann man aber auch langärmlich tragen und zu oder offen, also wie man gerne möchte, kann man das tragen. Meine Katze mag jetzt den Regen nicht. Hört! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dicken Kuss an euch. Hab euch lieb. Ciao.